Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Internationalen Eisenwarenmesse. Herzlich willkommen zur Verleihung des Eisen 2012. Ein sehr schöner Empfang, so stelle ich mir das vor. Mein Name ist Katharina Krütt und ich freue mich sehr, Sie durch den heutigen Abend und durch die heutige Veranstaltung begleiten zu dürfen. Wenige Tage her, ist es eigentlich erst her, Sie haben es bestimmt alle mitbekommen, da wurde ja gut 9000 Kilometer vom wunderschönen Köln entfernt der Oscar verliehen. Der große Abräumer oder einer der Abräumer in diesem Jahr, unter anderem der Film Margaret Thatcher, die Eiserne Lady. Man sieht also, Eisen liegt tatsächlich schwer im Trend und genau aus diesem Grund sollen auch heute Abend hier in Köln Preise verliehen werden, es sollen Preisträger gekürt werden und wenn man es ganz genau nimmt, dann könnte man eigentlich sagen, heute Abend geht es tatsächlich sogar um zwei Preise, denn wir haben zum einen den Preis für Innovation und der andere Preis, um den heute Abend sich alles drehen soll, das ist der Sustainability-Preis. Und das ist noch nicht alles. Tatsächlich schreiben wir alle gemeinsam, die wir heute so schön zusammengekommen sind, Geschichte, denn der Eisen wird in diesem Jahr zum allerersten Mal verliehen. Auch das ist nochmal ein Applaus wert, würde ich sagen. Ja, und knapp 100 Firmen haben sich in den vergangenen Wochen beworben, um die begehrte Trophäe erstmalig mit nach Hause zu nehmen. Das ist eine großartige Sache und das sehen nicht nur ich so, sondern auch unsere Jury und die sehen Sie jetzt. Vielfalt, Rost, schwer, Profigeräte, Maschinen, universell, Qualität, hart, Kunst, Stahl, Hochofen, Heavy Metal, Eisen, 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 Eisen. Ja, das waren also einige der Mitglieder der Jury und einige der Damen und Herren, die werden Sie persönlich hier heute Abend auf dieser Bühne noch sehen und auch kennenlernen dürfen. Und jetzt gibt es eine Dame, die möchte Sie alle gerne ganz persönlich und ganz offiziell begrüßen und das ist die Geschäftsführerin der Kölnmesse. Herzlich willkommen, Katharina Hammer. Meine Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Kölnmesse heute zu unserer internationalen Eisenwaren-Welcome-Party und der erstmalig damit verbundenen Verleihung des Eisen-Awards recht herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt schon neu in der Geschäftsführung der Kölnmesse schon so viele bekannte Gesichter begrüßen kann. Und ich hoffe, dass das im Laufe des Abends sich noch vermehren wird. Aber wir haben hier viele Aussteller, Partner, Verbände, Medienvertreter hier anwesend. Und nochmal einen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Sie alle, meine Damen und Herren, tragen dazu bei, dass unsere internationale Eisenwarenmesse die Innovations- und Trendplattform der Hardwarebranchen ist und auch bleiben wird. Und wir haben uns auch natürlich in diesem Jahr auch wieder mächtig ins Zeug gelegt mit dem gesamten Team der Kölnmesse, um diese Messe weiter als wichtigste internationale Business-Plattform zu entwickeln und auch den Fokus deutlich herausgearbeitet. Mit einer überarbeiteten Angebotsstruktur und der klaren Ausrichtung auf Kernkompetenz stellen wir die ausgestellten Produktkategorien noch stärker in den Mittelpunkt und die 2.665 Aussteller, die uns dieses Jahr wieder die Treue gegeben haben, zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Neu dieses Jahr zum ersten Mal ist der Innovationspreis Eisen, mit dem wir unsere klare Branchenausrichtung noch deutlich unterstreichen und verstärken wollen. Dieser Preis wird heute Abend zum ersten Mal vergeben und ist zusammen mit dem Zentralverband Hartwarenhandel, herzlichen Dank Herr Dr. Kellerwessel, herzlichen Dank Herr Dammann, ausgelobt worden. Hierbei wurden die Top-Produkte Werkzeug, Industriebedarf, Befestigungs- und Verbindungstechnik wie auch die Beschläge bewertet und ich blicke in viele gespannte Gesichter. Haben Sie noch ein wenig Geduld. Dies ist aber nicht der einzige Preis, den wir als Veranstalter in diesem Jahr vergeben,
Zusammen mit dem BHB e.V. verleihen wir den Sustainability- oder Nachhaltigkeitspreis, eine Auszeichnung, die Unternehmen ehrt, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und umweltgerechten Handeln verbinden. Das sind Argumente, die Ihnen zunehmend wichtiger werden im Wettbewerb und im Kampf um die besten Köpfe. Eine Leitmesse wie die internationale Eisenwarenmesse, meine Damen und Herren, kann sich nur erfolgreich weiterentwickeln und verändern, wenn auch alle Partner mit an einem Strang ziehen. Und deshalb möchte ich mich im Namen des gesamten Teams der Kölnmesse mit diesem Event auch bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue bedanken. Sie alle tragen... Sie alle tragen mit dazu bei, dass die internationale Eisenwarenmesse als Leitwehr der Hardwarebranchen in eine vielversprechende Zukunft blickt. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank an Sie, Frau Hammer. Sie dürfen gerne an meiner Seite bleiben, denn wenn Sie soweit sind, könnten wir eigentlich mit dem feierlichen Teil des Abends starten. Wenn Sie alle soweit sind, dann würden wir jetzt tatsächlich mit der großen Preisverleihung beginnen. Wir starten mit dem Innovationspreis 2012 und dieser wird unterstützt durch den Zentralverband Hartwarenhandel und den Hauptgeschäftsführer, Herrn Thomas Dammann. Den möchten wir auch jetzt ganz herzlich auf unserer Bühne begrüßen. Einen großen Applaus. Ja, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von unserer Seite vom Zentralverband Hartwarenhandel. Ich freue mich sehr, Ihnen heute zusammen mit der Kölnmesse die Gewinner des zum ersten Mal vergebenen Innovationspreises Eisen 2012 hier in Köln präsentieren zu können. Innovative Produkte sind der Schlüssel zum Erfolg, sowohl für Sie als Hersteller als auch für uns Fachhändler. Sie stellen oft Problemlöser dar oder bieten dem Anwender nachhaltige Verbesserungen. Und sie ermöglichen es dem Fachhandel, sich von der Masse der Produktangebote abzuheben. Deshalb war unser Ziel, mit diesem Preis besondere Ideen und/oder Produktverbesserungen hervorzuheben, die auf der internationalen Eisenwarenmesse ausgestellt werden. Sehr gefreut haben wir uns natürlich, dass wir knapp 100 Produkte für den Innovationspreis 2012 bewarben. Ein herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich mit Ihren Produkten dieser Bewertung auch gestellt haben. Und so viel darf ich Ihnen jetzt schon verraten, Sie haben es der Jury wirklich nicht einfach gemacht. Es war eine Vielzahl von sehr interessanten Produkten darunter, die für die Auszeichnung in Frage kamen. Alle Nominierten finden Sie auf der sehr attraktiv gestalteten Sonderfläche im Messeboulevard präsentiert. Ich glaube, es ist ein Besuch wert und Sie werden überrascht sein, was die Kölnmesse da geleistet hat. Doch wer hat die Produkte nominiert und bewertet? Bei der Zusammenstellung der Fachjury kam es uns, dem Zentralverband Hartwarenhandel, darauf an, hochkarätige und praxisorientierte Juroren für diese Aufgabe zu gewinnen. Die Juroren sollten Persönlichkeiten und Kenner aus unterschiedlichen Bereichen sein, um so die verschiedenen Aspekte und Kriterien bei der Wahl mit einfließen zu lassen. Es hieß also, dass wir neben der Jury aus Vertretern des Produktionsverbindungshandels auch geguckt haben, dass wir Juroren aus anderen Segmenten bekommen. Und ich freue mich sehr, dass uns dies auch gelungen ist. Erlauben Sie mir deshalb, Ihnen heute auch die Juroren kurz vorzustellen, bevor wir dann die Gewinner bekannt geben. Aus dem PVH konnten wir als Juroren gewinnen Herrn Josef Bröckling von der Firma Ullner und Ullner in Paderborn sowie Herrn Markus Lutz, Firma Eduard Lutz Schraubenwerkzeuge in Gersthofen. Aus dem Handwerkbereich konnten wir gewinnen Herrn Ralf Hoppen von der Firma Hoppen Innenausbau GmbH aus Mönchengladbach, der nachher freundlicherweise sich auch bereit erklärt hat, mit Frau Hammer zusammen die Eisen 2012 zu überreichen. Für die Presse hatten wir Frau Dr. Bettina Heimsöth vom Deutschen Handwerksblatt in Düsseldorf mit in der Jury. Den Design oder die Produktgestaltung vertrat Herr Martin Schultheiß, Firma Hensler und Schultheiß, Full Service Product Design GmbH Schwäbisch Münd. Und last but not least für den Bereich Forschung Herrn Dr. Peter Dülken von der Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e.V. in Remscheid. Seien wir nun gespannt, wer das Rennen 2012 gemacht hat. Ja, wir dürfen wirklich gespannt sein. Vielen Dank, Herr Dammann.
Was darf auf einer ordentlichen Preisverleihung nicht fehlen? Das gilt für den Oscar genauso wie für den Eisen 2012. Natürlich die Nominierten und die Produkte, die es in die Endauswahl geschafft haben, die sehen wir jetzt. Meine Damen und Herren, und nun die Nominierten für den Eisen 2012 Innovationspreis, unterstützt vom ZHH. Nur für harte Jungs, der Evolution 65 von Parat, robuster als jeder andere Werkzeugkoffer. 360 BPS B-Power, das Elektrowerkzeug, das sowohl im Akku als auch im Netzbetrieb läuft. Der Kern Deudiam PKD-Laser arbeitet bis zu 6-mal schneller als normale Topfschleifer. Die Kombi-Twist-Bürste von Pferd mit 25% mehr Standzeit. 3-mal schneller einlochen mit dem Ergoloch-Fliesenschneider von Yokosit. Maximale Schneidleistung mit der patentierten Doppelgelenkkonstruktion verspricht Twinforce von Kniepex. Fräsen von Schlitzen ohne Mittelsteg mit der LD403 All-in-One von Rodius ermöglicht 45% Zeitersparnis. Mit dem Bessay Kniehebelspanner kann man Werkstücke schnell und sicher fixieren. Das Aufbohren von defekten Schrauben entfällt mit der patentierten Simco-Schraubenzange. Den Sägepfropf nach der Arbeit einfach wie noch nie entfernen mit Profit Click and Drill von Bohrwerk. Ablesefehler zu 100% verhindern mit dem Rohrdrehmomentschlüssel Drehmaster DMK200 von Gedore. Benutzerfreundlich und einzigartig schwenkbar, der Aufbewahrungskoffer Smartcase von HZ. Ordentlich Druck und das Mobil mit dem Prebena Druckluft Mobilo. Einen Raum dreidimensional abmessen wie noch nie kann man mit 3D-Disto von Leica. Er lässt sich greifen wie wohl kein anderer, der Softgrip 3K von NWS Germany. Glänzend, die Impactor Bits mit einer Diamantbeschichtung beißen sich in die Schraube fest. TB13 Plus von Flott ist eine Tischbohrmaschine mit minimalem Verbrauch bei maximaler Leistung. Schnell zum Höhepunkt, die benötigte Verbindung in Echtzeit bemessen mit dem Sherpa Connector Online Vorbemessungstool. Maximale Robustheit im Hosentaschenformat bietet der Dremo Plus Alu von Gedore. Der Eisen 2012. Tja, und das sind sie also. Das sind unsere Nominierten. Genau, einen großen Applaus. Das sind also tatsächlich die Firmen im Rennen um den Eisen 2012. Ich habe anfangs ja schon gesagt, knapp 100 Firmen haben sich tatsächlich beworben. Und eigentlich könnten wir jetzt ja auflösen, wer gewonnen hat. Wir können Ihnen verraten, wer die Preisträger sind und wer die ja begehrte Trophäe in diesem Jahr zum allerersten Mal mit nach Hause oder vielmehr mit in die Firma nehmen darf. Bevor es allerdings soweit ist, möchte ich Ihnen noch den Vorsitzenden der Jury vorstellen und das ist Ralf Hoppen. Herzlich willkommen auf unserer Bühne. Ja, und jetzt ist es, glaube ich, wirklich soweit. Herr Dahmann, Sie haben die Ehre, Sie dürfen verkünden, wer denn zu den Preisträgern zählt. Ja, Frau Kurt, recht herzlichen Dank dafür. Und ich möchte zunächst nur darum bitten, dass Sie nicht das Gefühl haben, dass irgendwie eine Reihenfolge bei den drei Preisträgern daherkommt, sondern alle drei Preisträger sind gleich bewertet worden. Also auch wenn ich jetzt einen zunächst benennen muss, heißt das nicht, dass es hier 1, 2, 3 ist, sondern alle drei sind gleichmäßig. Und der erste Preisträger, das ist der Drehmomentschlüssel, Drehmaster DMK 200 der Firma Gedore. Und ich darf auf die Bühne bitten, den Geschäftsführer, Herrn Udo Hehmann. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal einen großen Applaus an dieser Stelle.
erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist das Wichtigste. Und dann dürfen Sie gerne an meiner rechten Seite Platz nehmen. Wir rücken alle ein kleines Stück auf, damit man Sie auch sieht und den tollen Preis sieht. Das ist ja unglaublich, denn ich habe doch noch wichtige Fragen. Vor allem an die Gewinner, aber natürlich auch an Sie, an den Juryvorsitzenden. Ich komme mal gerade in Ihre Mitte, das ist einfacher so. Sieht man uns denn auch schön? Ich denke ja, noch keine Beschwerden. Die wichtige Frage ist natürlich, was zeichnet denn jetzt den neuen Drehmomentschlüssel aus Sicht der Jury eigentlich aus? Was waren jetzt die Gründe, um zu sagen, also Ghidorah hat gewonnen? Die Jury war ja verschiedentlich besetzt und ich habe eben schon gesagt, eigentlich bin ich der Wichtigste hier heute Abend, weil ich bin der Handwerker, wir müssen die Zeche bezahlen und es war super interessant, also diese 100 Produkte, die hier vorgestellt worden sind, zu bewerten. Es waren ja wirklich Neuerungen, ganz tolle Sachen dabei, wirklich Kompliment. Sie arbeiten für uns, vielen Dank dafür. Also bei Ghidorah war zum Beispiel diese Umschaltung in der Skala eine tolle Sache, der Rechts-Links-Lauf, also das sind zum Teil nur kleine und feine Sachen, die da als Innovationen sind, aber die für uns, sag ich mal, wirklich bedeutend sind bei der Arbeit. Vielen Dank. Danke, danke. Wunderbar, genau. Gerne nochmal Applaus. So, und jetzt an Sie natürlich die Frage. Der Drehmomentschlüssel, der ist ja wirklich ein im Handel gängiges Produkt. Wie kommt man da auf die Idee, dem jetzt so neue Produkteigenschaften mit auf den Weg zu geben? Ja, wir haben uns natürlich gefragt, was müssen wir tun, wenn wir einen neuen Drehmomentschlüssel entwickeln? Und da hat es im Vorfeld sehr, sehr viele Fragen gegeben an unsere Kunden. Was braucht ihr denn eigentlich? Was ist das, was so einen Schlüssel noch besser machen kann? Und wir haben viele, viele Argumente gesammelt und geschaut, inwieweit man das auch wirklich in eine Produkteigenschaft umsetzen kann. Und am Ende, denke ich, ist das dabei rausgekommen und wir sind auch von der positiven Resonanz wirklich fast erschlagen. Es ist wirklich offenbar ein gutes Produkt geworden, weil wir nämlich auf unseren Kunden gehört haben. Wo findet das gute Stück denn jetzt ein Plätzchen? Wo darf das hinwandern? Ich gehe mal von aus, wir werden das bei uns auf der Messestand natürlich ordentlich präsentieren, weil wir da auch sehr stolz drauf sein können und möchte uns nochmal herzlich bedanken natürlich für den Preis. Vielen Dank an Sie, herzlichen Glückwunsch nochmal und Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen und das unten gebührend feiern. Großen Applaus nochmal für die Firma Ghidorah. Wenn es das nicht tut, dann nehmen wir das. Gut, dann wollen wir auch direkt weiter durchstarten zum zweiten Preisträger des heutigen Abends und das ist die Frässcheibe LD403 All-in-One der Firma Rodius. Und Herr, ich darf auf die Bühne bitten, Herrn Gerhard Lichter, den Geschäftsführer der Firma Rodius. Herzlichen Glückwunsch und auch hier natürlich die wichtige Frage, welche Faktoren haben, ich schleiche mich nochmal hier in die Mitte, wenn ich darf, vielleicht lassen Sie mich kurz dazwischen, welche Faktoren haben Sie jetzt bei dem Produkt LD403 All-in-One überzeugt, also um es jetzt hier tatsächlich auch als Innovation, weil darum geht es ja zu prämieren? Ja, es ist eine Schlitzscheibe, also wir haben nicht nur einen Tischlermeister, einen Trockenbaubetrieb, sondern wir sind auch Elektromeisterbetrieb. Und für mich lag das auf der Hand, das ist wirklich eine Erleichterung. Der Mittelsteg, der sonst immer stehen bleibt beim Schlitzen, fällt weg, ist eine echte Arbeitserleichterung. Wieder eine ganz einfache Sache, warum ist vorher keiner drauf gekommen? Es ist wirklich eine tolle Sache, herzlichen Glückwunsch. Ja, warum ist vorher keiner drauf gekommen? Das ist wirklich eine gute Frage, die gebe ich auch direkt weiter. Wie kommt man auf diese ja doch außergewöhnliche und ungewöhnliche Anordnung der Scheiben? Und wie lang vielleicht hat auch die Entwicklung gedauert? Ja, es ist so, dass wir uns permanent damit beschäftigen, wie wir die Arbeit unserer Anwender vereinfachen können. Und es ist so, dass wir hausintern einfach ein Verfahren entwickelt haben, wie man diesen Schlitz eben in einem Arbeitsgang entfernen kann. Und ich sag mal, dass dabei auch noch eine höhere Standzeit und
wirklich hohe Schnittgeschwindigkeiten bei rausgekommen sind. Das ist eine fantastische Sache und die Anwender nehmen das auch wahr. Das denke ich aber auch. Auch Ihnen gratulieren wir natürlich, die Firma Rodius, nochmal einen großen Applaus. Auch Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen, genau. Super, Dankeschön. Und das war natürlich noch längst nicht alles. Last but not least wollen wir natürlich auch jetzt zum dritten Preisträger des heutigen Abends kommen. Und es ist die Zange von Kniepex Twin Force der Firma Kniepex. Ich erwähnte es schon und ich darf auf die Bühne bitten, den Geschäftsführer der Firma Kniepex, Herrn Ralf Putsch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Putsch. Den Preis, den soll man sich auch wirklich nochmal angucken. Sieht toll aus. Wo der den Platz findet, das fragen wir natürlich gleich. Zuerst einmal nochmal die Frage an Sie, an den Juryvorsitzenden. Ich schalte mich nochmal hier dazwischen. Ja, jetzt geht es um eine Zange. Wie viel Innovatives, wie viel Neues kann denn an einer Zange sein? Also, was kann hier überzeugen, um eine Zange zu prämieren? Ja, habe ich mich auch gefragt. Ne? Also man kann auch an der Zange noch was Neues machen. Es ist wirklich eine tolle Sache. Es sind zwei unterschiedlich gelagerte Gelenke, die wirklich es erlauben, mit viel weniger Kraft zu schneiden. Man kommt näher an das Teil ran. Wieder eine kleine Sache. Warum ist vorher keiner drauf gekommen? Klasse Sache. Was ist das für ein Gefühl? Der Eisen wird zum ersten Mal verliehen und Sie räumen den direkt ab? Ja, es ist natürlich schon was Besonderes, gleich beim ersten Mal mit dabei zu sein. Auch einen ganz herzlichen Dank an die Jury. Und wir haben schon großen Respekt gehabt, als wir die Liste der Nominierten gelesen haben und haben gedacht, also das ist schon sehr schwer, weil da wirklich viele tolle Sachen dabei waren. Und wir sind natürlich auch froh, dass immerhin drei Zangen dabei waren. Also es ist schon was ganz Besonderes. Der Preis ist ja selber eine Art Innovation und wenn man das erste Mal dabei ist, freuen wir uns besonders. Und auch hier nochmal direkt die Nachfrage, wo holt man sich da die Ideen her, um eine Zange zu verbessern? Man könnte ja meinen, da ist schon alles dran, was die braucht. Ja, wir stehen ja bei dem Thema Zangen unter besonderem Druck, weil wir den ganzen Tag nichts anderes machen. Und ich sage mal, wenn wir den ganzen Tag über Möglichkeiten nachdenken, das Arbeiten mit Zangen zu erleichtern, dann sollte auch ab und zu mal was bei rumkommen und das gelingt uns auch schon mal. Aber letztlich, wo die Ideen herkommen, kann man nicht erklären. Es gehört ein bisschen Glück dazu, aber eben auch intensives Nachdenken. Mhm. Bisschen Betriebsgeheimnis braucht man ja auch. Genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Also geben Sie schon zu, Sie schauen den Handwerkern auf die Finger. Uns auf die Finger, genau. Einen großen Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Genau, Sie dürfen wieder Platz nehmen. Und Sie alle, genau, würde ich auch bitten, wieder Platz nehmen. Vielen Dank, Herr Dahmann, Frau Hammer und Herr Hopp. Vielen, vielen Dank. Einen großen Applaus nochmal für alle bisherigen Gewinner an dieser Stelle. Sie haben noch gut geklatscht. Ja, und wie schon zu Beginn gesagt, versprochen und verraten, das war natürlich noch längst nicht alles. Es gibt noch einen weiteren Preis. Wir machen weiter mit dem Sustainability-Preis. Dieser Preis wird unterstützt vom Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten. Und auch hier möchte ich eine weitere Dame, einen weiteren Gast auf unsere Bühne bitten. Und das ist Frau Jana Stange. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin beim BAB zuständig für das Ressort Umwelt und CSR. Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen ist in den letzten Jahren immer mehr in die öffentliche Diskussion gerutscht. Die Bedeutung und der Beitrag des privaten Sektors zur nachhaltigen Entwicklung und zum Klimaschutz ist immens. Verantwortungsvolle Unternehmensführung
bedeutet hierbei, soziale und auch ökologische Aspekte mit in die gesamte Wertschöpfungskette zu integrieren. Denn dauerhaftes und nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum ist nur dann möglich, wenn eben auch diese ökologischen und sozialen Aspekte mit betrachtet werden. Umso mehr freuen wir uns heute zum ersten Mal, den Sustainability-Preis zu verleihen. Mit dieser Auszeichnung sollen Leistungen der DIY-Branche im Bereich unternehmerische Verantwortung honoriert werden und auch stärker in den Fokus gerutscht werden. Darüber hinaus soll durch diese Verleihung aber auch das Thema CSA und deren Bedeutung für die Branche ein größerer Stellenwert beigemessen werden. Unter all den Bewerbungen, die bei uns eingegangen sind, haben wir daher im Rahmen unserer Jury-Sitzung die zwei Besten nominiert. Film ab. Der Eisen 2012 Sustainability Preis, unterstützt vom BHB. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen geehrt, die wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und umweltgerechtem Handeln verbinden. Nominiert ist Wolfcraft für eine besonders umweltgerechte und nachhaltige Unternehmensführung. Und Diager für Recycling, Reduzierung der CO2-Emissionen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen. Der Eisen 2012 Sustainability Preis. Ja, und da wird zu Recht schon gejubelt, unglaublich. Also wir kennen die Nominierten. Frau Stange, vielleicht können Sie uns noch ein paar Einzelheiten verraten zu den Projekten. Gerne. Diager, einer der führenden europäischen Hersteller von Mauerbohrern, ist seit dem Jahr 2000 ISO 14001 zertifiziert. Diager hat sich mit einem freiwilligen Ansatz im Bereich Umweltschutz beworben, der bereits 1998 von der Geschäftsführung ins Leben gerufen wurde. Umweltschutz wird insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, Entwicklung von Maschinen oder Konstruktion neuer Anlagen umgesetzt. Wolfcraft, Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Elektrowerkzeugzubehör, hat sich mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm Web 3.0, Wolfcraft Environmental Protection Program for the Third Millennium, beworben. Ein permanentes angelegtes Programm, das letztendlich die Gesamtumweltleistung des Unternehmens über Jahre hinweg optimieren soll. Wichtiges Teilziel ist hierbei aus Sicht des Unternehmens, dass das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung im gesamten Unternehmen verankert wird und somit auch an Produktionsstandorten im Ausland. Wir kennen also die Nominierten, wir kennen die Projekte und wir wollen es ja auch noch ein bisschen spannend machen. Das heißt, wir lassen uns jetzt einfach noch mal ein paar Sekunden Zeit, bevor wir auch hier zu den Preisträgern kommen. Und wir überbrücken diese Sekunden, indem ich Ihnen einen weiteren jungen Herrn vorstelle. Und das ist der Vorsitzende wieder einmal der Jury. Und zwar ist das Herr Andreas Back. Und auch die Geschäftsführerin der Kölnmesse, Frau Katharina Hammer, würde ich gerne noch einmal zu uns auf die Bühne bitten. Frau Hammer. Genau, einen großen Applaus nochmal. Auch wenn wir Sie schon kennengelernt haben. Ja, und ich würde sagen, Herr Back, guten Tag. Ich würde sagen, jetzt haben wir Sie genug auf die Folter gespannt, das waren lange 3 Sekunden. Herr Back, wollen Sie übernehmen? Wollen Sie aufklären, wer gewonnen hat? Ja, mache ich gerne, bevor die Spannung zu arg wird. Ja. Sie haben es gehört, beide Nominierten haben ein sehr detailliertes Programm eingereicht und die Abstände waren wirklich so knapp, dass wir von der Jury gesagt haben, es haben beide verdient, heute Abend den Eisen verliehen zu bekommen und somit sind beide nominierte Gewinner. Ja, herzlichen Glückwunsch und deswegen begrüßen wir hier auf der Bühne natürlich zum einen die Firma Wolfcraft und die Firma Diager und ich möchte auf die Bühne bitten, Herrn Stefan Weigel und Mr. Guillaume Lesek. Herzlichen Glückwunsch! Thank you.
nicht gerechnet, genau, und die wollte man nicht. Unglaublich, das ist ja wirklich eine große Überraschung. Ich klinke mich nochmal hier in der Mitte ein, denn wir müssen natürlich auch über diesen Preis ein wenig plaudern. Vielleicht können Sie uns kurz beschreiben, was hat Sie denn dazu bewogen? Wie kam die Idee, ja, sich überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Also Wolfkraft hat eine lange Historie in der sozialen Verantwortung. Wolfkraft war es eines der ersten Unternehmen mit einem Gewinnbeteiligungsmodell für alle Mitarbeiter und einer der ersten Unternehmen in unserer Größe mit einem Betriebskindergarten. Soweit zu der sozialen Verantwortung. Als Unternehmen in der Eifel liegt es natürlich nahe, auch Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Wo findet dieser Preis seinen Platz? Mit Sicherheit bei uns im Foyer, wo jeder Mitarbeiter, der vorbeikommt, es sehen kann und auch an seine Verantwortung im Umweltbereich erinnert wird. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Großen Applaus. Und hier wird schon geplaudert. Darf ich mich kurz einklinken? Genau. In Englisch natürlich. Das kriegen wir hin. The question is, how do you focus on sustainability in your company? Well, it's first of all, it's human resources problems because mm-hmm. we think that the social is the best part of the company, and then the environmentally friendly way of being is also part of the DNA of the company. So we worked a lot on how to be more economical in terms of waste and also in a way how to produce the products at the end and to be innovative as well. That's it. Great. Congratulations nochmal an dieser Stelle. Einen riesen Applaus für unsere beiden Gewinner. You can stay. So, und ich muss doch noch mal kurz nachfragen, weil das ist jetzt so eine Besonderheit. Keiner hätte damit gerechnet. Herr Back, als Juryvorsitzender, warum jetzt zwei Gewinner? Warum konnten Sie sich nicht entscheiden? Ja, wie vorhin schon angedeutet, die eingereichten Unterlagen und das gesamtheitliche Bild, die beiden Unternehmen uns der Jury gegeben haben, haben dazu geführt, dass die Bewertungen so eng beieinander waren, dass wir einfach sagen mussten, es haben beide verdient, heute Abend diesen Eisen 2012 zu erhalten. Eine großartige Sache. Und jetzt würde ich sagen, wir rücken alle nochmal nach vorne, denn ich würde Sie um einen letzten großen Applaus bitten für alle unsere Gewinner und auch die, die jetzt natürlich in diesem Jahr nicht gewonnen haben. Kommen Sie alle nochmal nach vorne. So, Sie können ruhig hier oben bleiben. Hier läuft mir keiner weg. Wie Sie denn sehen können, leider ist unsere wunderschöne Theke jetzt leer. Das heißt, es gibt leider am heutigen Abend keine Preise mehr zu gewinnen. Aber ich denke, wir haben die richtigen geehrt, die richtigen ausgezeichnet. Ja, und das war sie auch schon, die Verleihung des Eisens 2012. Wir sehen uns, denke ich, schon bald wieder zur nächsten Verleihung. Aber der Abend, der ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Der geht jetzt erst richtig los. Das Buffet ist hiermit eröffnet. Es gibt im Anschluss Live-Musik und natürlich startet auch die große Welcome-Party. Ich hoffe, Sie hatten alle ein wenig Spaß. Und der richtige Spaß, der geht jetzt los. Alles Gute Ihnen und vielen Dank. Und alle Gewinner und die Jurymitglieder, die darf ich nochmal nach vorne bitten. Und wir machen ein wunderbares Foto und alle Nominierten und alle zusammen. Jeder, der mag, darf auf das Foto. Vielen Dank. Wenn mein Mikro noch oben ist, Sie dürfen dann bitte auf die Bühne kommen, weil so ist das Foto doch ein wenig leer. Herr Humpen macht den Anfang. Alle Nominierten, alle Gewinner, alle Jurymitglieder. Sonst gibt es nichts zu essen. Ja,